tappen kann und nicht im Fenstermodus streamen kann, sondern ich spiele, hab Go im wie heißt es, im Windowed Borderless Modus. Einfach der FF-Split noch keine Game Source, kein Game Source Feature hat. Und das Spiel ist live, also mein erstes Go-Spiel, euer erstes Go-Spiel auf meinem Stream. Keine Overview gibt es leider. Dafür kann ich durch die Leute durchswitchen mit den Zahlen. Das ist auch schon mal ein kleiner Fortschritt. So, eins ist Kafkas, zwei Venom, anderes Hyper Epics. Und die anderen sind eigentlich egal, weil die kennt ihr nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Könnt ihr ja mal schreiben. Was mich auch interessieren würde, falls ihr die Leute kennt, aus welchem Spiel die kommen, ob es Ex-Soßler sind oder Ex-Sexler auch. Das Stofftiere-Lineup besteht ja bekanntermaßen aus drei Ex-Sexlern und zwei Soßlern. Der Kafkas und Epics kommen da aus der Soß-Ecke, wenn im belanglosen Hyper kennt man. Aus der 1.6-Szene. So, live geht's. Die anderen Spieler als CT unterwegs. Stofftiere mit dem 1.4-Aufbau. Ticken sich hier Mitte. Oben im Radar sieht man es sehr schön. Anon scheint zu viert am A zu sein. Auf die Regie über Häs. Kriegen den Fürst weg. Sehr schön gemacht. Und entscheiden sich hier B zu gehen. Und zweiter Frag steht. Und jetzt nur noch der Spieler am B. Geht noch in Seitengang rein. Der wird jetzt in die Zange genommen. Auf Spot. Spieler ist angesagt. Sehr schön gespielt von dem Seitengang-Spieler da links. Oh, Venom doch nicht aufgepasst. Aber Kafkas zur Stelle. Und der Jett mit Dual Pistols. Verstehe ich bis heute nicht, warum man die spielt. Der Pistol. Aber habe ich schon oft gesehen. Habe ich ja nicht damit beschäftigt, ob die jetzt so krass ist. Nur noch ach nee, was sage ich denn? Jett. Anon Jett heißen die doch. Ja, der eine hat keinen Tag drin. Aber egal, Pistol geht an Stofftiere. Mit einer Contact-Mitte über Hass, dann B. Gesplittet. Gut gemacht. Mal sehen, ob die CTs Gegenwehr haben. Kann ich nicht. Geht nicht. Schreib's mir im Steam, wenn du groß ist. Aber es kann jeder sehen. So, es wurde gerade gestört. Stofftiere kontakten sich B vor. Der Viermann von Unknown auf dem A. Und einer ist schon gedroppt. Wird die Pause gefordert. Gute daran ist, das ESL-Plugin. Das heißt, wenn er gleich wiederkommt, kriegt er sein Geld wieder. Auch sehr schön, dass wir das Geld von allen Spielern sehen. Natürlich gute Möglichkeiten. Oh, da werden schon die ersten Boosts ausgepackt. Sehr schön. Das freut mich auch in Go. Dass wir einfach jetzt mit dem Start der ersten offiziellen Spiele einfach super viele neue Sachen entdecken kann. Was sich die Teams einfallen lassen kann, was sich die Teams einfallen lassen haben, was man dann kopieren kann, etc. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. So, immer noch 4. Und wird gleich die Pause kommen. Okay, danke an Bashi. Er meinte, dass Basti und Varti aus der Battlefield 3 Szene kommen. Okay, auch interessant. Und die hätten da auch schon EPS gespielt.
Okay, auch danke für den Mase TV-Vergleich. Ist mein Spiel. Nee. Ich hoffe, mein Spiel ist nicht abgekackt. Weil das Scoreboard geht gerade nicht weg. Übrigens sehr schön, wie die Text-Sachen teilweise nicht richtig angezeigt werden, sondern nur diese Programmiernamen. Naja. Natürlich auch kacke, dass ich jetzt mit Delay streame, da kann ich das mit der Werbung natürlich nicht gut timen. Okay, kommen auch die ersten Comments rein zu den Dual Pistols. Sein wurde ziemlich stark, aber ich weiß nicht. Ich finde das Geld in der Pistol wesentlich besser in einem Kit angelegt oder in ein paar Granaten, als sich irgendwie eine neue Pistol zu kaufen. Also eine Deagle, okay, wenn man dann irgendwie noch eine, also eine Deagle gedroppt kriegt. Aber in restlichen Waffen, die dann noch nicht durch irgendwie so größere Sachen bangen können, halte ich ein bisschen für verschwendetes Geld. Der Robinho, warte mal, genau, Robinho, Boati und Basti kamen aus Battlefield. Danke an den neuen Twitch-Follower, why you have to be mad. Schöner Twitch-Name. Danke für den Hinweis mit der Konsole. Die Frage rein von Terminator, hast du keinen Mod?
Erstens nein. Zweitens wäre es eh nicht möglich. Also möglich vielleicht schon, aber unnötig, würde ich mal meinen. Weil einfach die Server-Slots begrenzt sind, dann teilweise noch ein Admin drauf kommen will und dann sind die Server-Slots einfach voll. Des Weiteren finde ich es ohne GoTV, ohne Overview etc. pp. Ist einfach sehr schwer irgendwie. Weiß nicht, das Spiel überhaupt zu analysieren oder so. Das kommt hoffentlich alles noch. Weil mit dem Overlay hat man erst einen Schritt gemacht, aber wenn das Spiel ständig abkackt. Naja, ich hoffe, da kommen noch etliche Fixes. Solange Pause ist, kann er nicht connecten. Alter, was ist das denn für ein Fail-Spiel? Oh Mann. Aber danke danke an Bishop für die Infos hier im Twitch-Chat. So, bin und auch mal gespannt, wer heute gegen die ESL-Regeln verstößt. Sind ja ziemlich viele Sachen drin, auf die man achten muss. Ich glaube, Netgraf habe ich vorhin gelesen, es sei verboten. CL-Bob-Dingens da muss man auch. Warte mal, wie war der Befehl? Da Bob-Cycle muss auf 08. 008 sein, so wie es bei mir ist. Wobei dort mindestens 1. Ach so, 001. Ich find's auch lustig, dass man den Chat irgendwie im. Sehr gut. Habt ihr mal den Chat ein bisschen übersichtlicher? Also, ich lerne natürlich auch dazu, was das Spiel anbelangt. Was mich mal interessieren würde im Twitch-Chat, also read mal jetzt nicht, da weiß ich sowieso, dass hier alle von 1.6 kommen oder sag mal zu großen Teilen. Was mich für an die Twitch Leute jetzt direkt, also die jetzt nicht über Readmore gucken, die jetzt nicht über Readmore auf meinen Stream gekommen sind, aus welchem Spiel die kommen und woher ihr irgendwie wisst, dass ich streame, würde mich mal interessieren so, ob es da irgendwie, ach keine Ahnung, würde mich einfach mal interessieren, wie ihr auf meinen Stream gekommen seid. Weil es sind ja doch jetzt schon einige. Und es scheinen auch heute extrem viele Deutsche zu sein. So, mal gucken, ob. Fällt vor, gibt es natürlich keine Comments. Ist auch immer ein bisschen schwierig. Da gibt es meistens nur Fragen nach der Musik etc. Oder warum hast du den Wallhack an? Sowas halt. Shiloh fragt, ob ich die Health Bars einstellen kann. Das haben wir absichtlich ausgemacht, weil vermutet wird, dass das Spiel deswegen öfter abschmiert. Finde ich natürlich auch schade. Aber man kann nicht alles haben am Anfang. Leider, leider. Mensch, Jungs, ich habe gerade mal die Hälfte von Maso TV. Auf geht's. Ich will Maso TV schlagen.
Mann. Wie lange dauert das denn hier noch? Gerade mal. Wie viele Runden? Zwei Runden gespielt, schon die erste Pause. Geht ja so weiter, wie es in 1-6 aufgehört hat, oder? Wie seht ihr das? Oha. Also hier kommen die ersten Comments und meiner Frage vorhin rein. Nur. Oh, das hat tatsächlich jemand mit dem Link und dem Match auf den Stream gekommen. Oh, Dankeschön an Stofftiere, die über Facebook das verbreiten. Da kommen auch welche über Gaming Junkies, Stofftiere Facebook. Ja. Schon interessant zu sehen, wo die ganzen Zuschauer herkommen, aber weiter geht's. Der Spieler ist wieder da. Oder ein Screenshot gepostet, keine Ahnung, was das ist. Die anderen Leute auf jeden Fall noch in der Eco. Basti noch AFK. Also, auch wenn wir jetzt keine Overview haben, finde ich es schon mal gut, dass wir im Radar alles sehen. Das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Ein kleines Trostpflaster jetzt. Also, Stoffis. Ich spiele immer ähnlich in den Ecos, weil Contact B wollen da erstmal den Spot einnehmen. Haben jetzt aber die Frags kassiert. So, wo sind jetzt die Stoffis? Sind Action durch. Müssen im Nora aufpassen. So, haben noch Angst am Spot, dass da einer ist. So, ich glaube, ich muss Steam Friends aufgehen gleich. Spammt mich zu. Oh, die Eco sind jedenfalls ziemlich knapp. Drei Waffen verloren. So, schauen wir mal an, wie sich das aufs Geld auswirkt. Wir haben auf jeden Fall alle genügend Geld. Kafkas und Epics, aber die nächste Runde auf jeden Fall einen Drop gebrauchen könnten, falls sie die Runde verlieren. So, Stofftiere mit 2-3 Aufbau. Da fliegen auch die ersten Mollys, beziehungsweise Brandgranaten. Ich muss sagen, ich finde es gerade ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man die Sounds nicht hört. Auch wenn sie mich in CSS immer genervt haben. Dieses Fire in the Hole, also hier Molotov und Flash und so weiter. So, Duell im Haus. Ah, das haben wir dann verpasst. So, einer ist am Döner ready. Also Stoffis haben relativ viel Kontrolle über die Map. CT ist soweit gar nicht. Den Def am B, Def am A. Stofftiere nimmt jetzt die Mitte ein zu viert. Könnten wieder bei Hess gehen. Tun sie auch. Ecke wurde gecheckt. Schöner Headshot von Epics. Jetzt der Spieler im großen Sand. Ah, Posi bekannt, hat aber nur eine Famas. Kann sich aber gut verstecken da hinten am Tixo. Jetzt 3 gegen 2 Überzahl. Sein Mate. Marty sollte da vielleicht warten. Oh, aber Posi von Belang, das war anscheinend bekannt. Er wird durchgezogen, aber Kafkas macht's. Was macht Dream da? Er hat keinen Kit, geht über Haus.
Was zur Hölle? Warum zieht er nicht einfach Action rum? Jetzt hat er es irgendwie auch gerafft. Jetzt hat er ein Kit und geht weg. Ganz seltsam gespielt. Habe ich nicht verstanden. Bin bei nächster Runde für Stofftiere. 4 zu 0 steht's. Schöne Einblendungen. Hyper Through 4 Grenades this round. Ah, sowas ist ja ganz nett. Aber nicht wundern, man kann nur 4 Granaten kaufen. Hyper muss da wohl eine zusätzliche Granate aufgenommen haben. So, zum Beispiel sind da bei Nana ein bisschen aggressiver. Aber Stofftiere schon wieder mit da oben. Allerdings muss Hyper aufpassen. Im Eck. Macht auch den Frank gut aufgepasst. Und sie splitten B. Also das hatten wir jetzt schon in der Pistole gesehen. Jetzt sieht man es nochmal. Kafkas macht sich jetzt auf den Weg. Banane. Stoffis haben sich auf jeden Fall schon ganz gut vorbereitet. Sieht gut aus, was sie hier machen. Schön kontrolliert, spielen simple, aber effektive Taktiken. Seht ihr, ist schon wieder am Sparen. So, gleich ist 5 zu 0. Ich sehe gerade oben, sieht man auch die HPs. Also Venom da, ja genau, 76. Ja. Also auch wenn man es schlecht erkennen kann, oben die HP-Anzeige trotzdem da. Molly Mitte hoch. Also er blockt natürlich um die CTs, die da nicht Mitte offensiv piepen können. Haus wird zu zweit eingenommen, kriegen den First weg. Also was die anderen Leute hier spielen, eher nicht so gut. Kassieren immer einzeln die Frags, stehen nirgends gedoppelt oder so. Und das ist ein Fake diesmal. Ziehen sich B zurück. Wo ist der B-Spieler? Am Y. Und ist allein. Und abgesmoked. Schauen wir, wie viel er machen kann. Kommt zum Gegenflächen. Sind noch nicht auf Spot. War jetzt Pose bekannt. Nimmt einen mit. Ja, macht noch ein bisschen Schaden. Hat nur noch 4 Schuss. Stirbt. Ja, Venom auch tot. Jetzt mal eine 2 gegen 2 Situation. Molly auf Spot. Ah, der, leider ein Tick zu kurz. Aber Epix passt auf. Nur noch Threequot. Der hat sich jetzt auch mit der Flash verraten. Kit hat er auch. Der würde zwar ins Liegen. Die TS macht es gut über Kreuz. Lassen jetzt hier nichts anbrennen. Ich bin noch defensiv. Könnte einfach rumziehen, wenn der eine Contact hat. Und wir landen uns mit dem Headshot 6 zu 0. Also die Stofftiere werden hier ihrer Favoritenrolle auf jeden Fall schon mal gerecht. Direkt rumgezogen. Und nur noch den Streepwood als Gegner. Mal gucken, vielleicht sehen wir auch gleich eine AWP, wobei die auf Inferno ziemlich useless ist, glaube ich. Weil man so viele Shots
Distance-Duelle einfach hat. Also selbst die Banane ist relativ eng und einfach nicht gut für eine Arbe. Durchswitchen. Spieler wieder defensiv bauen. Da sehen wir die Arbe bei Basti. Oder Basti. Stopft die Revidi mit dem falschen Mitteaufbau. Also da kommen die Granaten ins Kinderzimmer. Auf jeden Fall kontrolliert das Haus und Döner eingenommen. Banane wird zurückgedrängt, sind immer noch zu zweit am B. Basti hatte Zs. Hier steht Haus. Oh, oben gibt es anscheinend ein Doppel. Okay, nette 1-6-Posi da. Aber Haus hat sich zurückgezogen. Scheint wohl. Ne, da gibt's. Sollte wohl große Sand gleich geflecht werden. Was machen sie denn da? Ja, haben sich jetzt aufgestellt. Gibt auf jeden Fall den Go. Boah, halbe öfte Flash. Boah, schöner Headshot. Schönes Pre-Aim-Drittel. Sehr schöner Spot eingenommen. Und da sind es nur noch die beiden B-Spieler. Beide schon über Hass da. Keine Chance. Gegen 2. Aber oh, das ist schon bekannt. Nimmt den ersten mit. Nur noch 12 HP. Aber Kafkas macht's. 18-0. Stofftiere weiter im Run. Schauen wir uns mal die Frags an. Auch, also das gefällt mir wirklich super mit den Assists. Einfach was in 1-6 super gefehlt hat. Standen dann teilweise zu Unrecht Leute oben, die dann teilweise nur Leute abgestaubt haben oder sonst was. Also das ist schon mal ein guter Ansatz. Contact B, beide mit M4. Das Pre-Aim ist sehr komisch, finde ich. Flash ist kaum. Oh, Dream ist super blind. Kommt zum Gegenflash. Und sein Mate. Oh Gott. Nimmt zwar einen mit, aber schlechtes Aiming, muss man sagen. Epics auch erfolgreich. B ist jetzt schon wieder eingenommen. Smokes liegen auch. Kann er ganz schön mit AWP durchziehen. Wobei jetzt ist die Smoke weg. Wurde aber abgeflasht. Hört man ganz gut am Piepen, auch wenn man selbst nicht weiß ist. 19 auf jeden Fall besuchen, aber trotzdem belanglos mit einem wichtigen Frag einer Banane, aber er muss aufpassen, da kommt noch einer. Der Rubinho kann jetzt entscheidend werden. Oh, hat er aber was gepickt? Hat er ihn gesehen? Warum schießt er denn nicht? Jetzt nur noch Hyper und belanglos gegen Basti, der aber schon seinen Heimweg antritt zum A, zum Safen, hat auch noch die AWP. Die ersten Flames für Team Andor und Jett rein. Also es ist ein Open Qualifier, kann jeder mitmachen, der Premium ist ein Trusted 3, also den Regeln entsprechend halt der ESL. Dementsprechend werden wir in den ersten Runden auf jeden Fall noch ein paar unspannendere Matches erleben. So, wir werden im Hyper räumen dann mal kurz die Mitte auf. Er ist auch bekannt. Also man merkt auf jeden Fall die Erfahrung, die sie ja einfach aus 1-6 haben. Stofftiere waren ja auch seit ein paar Seasons auch einer der
besseren Teams in Deutschland. Die waren immer ziemlich konstant weit oben. Waren ein ziemlich solides Mittelfeld. Haben es auch die letzten paar Seasons immer in die Playoffs geschafft. Und konnten die großen Teams auch mal ganz gut ärgern. So, wo Dream hier steht. Keine Ahnung. Ach, so im Seitengang. Bombe liegt aber A. Ich glaube, der ist sogar an T an ihm vorbeigelaufen. A ändert nichts daran. 10 zu 0. Und geldtechnisch sieht es nicht gut aus. Also nur 3-5, 3-9. Ach, Robinho, ich fühle mit dir. 28k hatte ich für einen Kill ausgegeben. Not bad. So, und der Worty mit 18 Punkten. Er hat Venom. Er hat fast so wenige wie der T, der ganz unten steht. Jetzt gab es noch einen Hauspush. Venom gestorben. Also das erste Mal spielen sie offensiv und es geht direkt auf. Wird mit einem First Pick belohnt. So, Stoffi ist alle Mitte. Contact jetzt hoch. Der Contact kriegt aber den Frag noch nicht. Sehr schön, kaum blocken sie mal, kriegen sie die Frags und bitte auch schon gepusht. Sehr schön ordentlich. Der erste, für Unknown, die war nochmal gut gespielt. Das erste Mal, dass man offensiv was riskiert hat im Haus. Man ist wirklich sauschnell dort drin. Wenn man über Mitte, glaube ich, in den Döner reingeht, ist man sehr schnell unten am Haus. Ich glaube, viel früher sogar als die Tees. Und ich finde das auch überhaupt nicht gut, dort irgendwie. Es tut Fire Damage an Basti. Aber B-Rush. Dream wieder on Spot. Ah, ja, vielleicht zu spät gegen. Sind jetzt schon drauf. Nur noch Worty im Seitengang. Da anscheinend den T gehört, der da links durch ist. Ah, warum geht er denn davor? Muss einfach hinter der Wand warten und defensiv bleiben. Auch sehr schön zu sehen, wo die Bombe gelegt wurde. Hier von irgendwie links zum Seitengang. Also auch das natürlich interessante Sachen, wie sich hier die Standardplans durchsetzen werden. So, da waren es nur noch zwei. Die treten wieder in Safe Heimweg an. Vinho kann dann noch einen mitnehmen. Toll. Schön von Hyper. 11 zu 1. Ich habe gefragt, was wird gespielt? Das ist der erste offene Qualifikationskampf für die CSGO EPS. Lieber Sir Flamelot. Okay. Anscheinend habe ich von Schwachsinn gelabert. Den Sound von der Granate hört man anscheinend nicht als außenstehender Spieler. Hört man nur selbst. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, ich kann das Spiel auch noch nicht in- und auswendig. Das ist schließlich kein 1.6, was man schon seit über 10 Jahren spielt und einfach in- und auswendig kennt. Schön rumgegangen von Venom. So, die Bombe orientiert sich wieder Richtung B. Wieder ist das Dream und Worty, auf die es hier ankommt. Dream lenkt ein bisschen ab. Doch nochmal ein so ein kleiner Fake-Hyper hat er abgezählt, ob da nicht vielleicht Action was vorpusht. Dann sind sie zur Mitte hoch. Und zwei Spieler am B, zwei Spieler am A. Wieder gibt es den Has-Contact. Also sehr schön. Gefällt mir, was Stofftiere spielt. Da wird auch lang durchgezogen. Sehr schön. Also man merkt wirklich die 1-6-Erfahrung. Einfach den Skill, den Stofftiere dann schon hat. Und einfach versteht, wie man CS zu spielen hat. Oh, sorry, dass ich da nicht drauf war. 12 zu 1. Ziemlich easy ist das hier aus.
Also das ist auf jeden Fall was, man hier oft sieht bei Stofftieren, dass sie direkt Mitte mollen, damit die CTs nicht runterpushen können, weil das finde ich sehr krass, wenn man als CT Mitte smoked, oder selbst wenn man nicht smoked und die TS kaum zielen, kann man super krass die Mitte runtergehen. Dream jetzt mal und Vati am A. Nur Basch die Defensive am Y. Da sieht man es wieder. Zu zweit B-Contact. B wird gespottet. Der Rest wartet erstmal defensiv ab, bis die am B was machen. Oh, zweite war ein bisschen verworfen. Und Kafkas macht sehen am Y. Können jetzt ansagen B frei und die Mates schieben natürlich rüber. Hat auch schon direkt Seitengang eingenommen. Ah, gibt's wieder den Boost. Also dann kann man gut und gerne jetzt als Stofftiere Boost bezeichnen, wenn man will. So, da war es nur noch Dream an der City Base. Mit USP. Kommt jetzt aber auch schon Besuch von dem Terror. Ja, doch nochmal umgedreht. So, 13-1, letzte Runde der ersten Halbzeit. Langsam mit 16.000. Ah, die CTs mit 4-3 könnten sich zumindest noch ein bisschen M4 oder so leisten. Vielleicht reicht es ja zur zweiten Runde. Ich glaube, der Molly, ja, der fliegt immer über das T-Dach. Nade wird auch direkt gemollied. Ich meine, das ist natürlich, wenn man so viel Geld hat, das sollte man sich auf jeden Fall den Molly leisten. So, da sieht man das, was ich vorhin angesprochen habe. Der Mitte pusht, einfach super krass. First Pick wieder auf Seiten von Unknown, so wie vorhin, was die Runde gewonnen haben. Jetzt bin ich gespannt, ob sie Posi checken. Ja, oh, schöne Flex Reflex, das war doch mal gut gemacht. Aber Langlos gleich direkt aus. Wieder eine 2 gegen 2 Situation, also wir haben auch keine einzige Überzahlsituation gesehen für Unknown. Einer am A, einer am B. Dreamfood, der Haus, was? Beide gehen B-Contact. Wort hier lässt sie drauflaufen. Was macht sein Mate immer noch defensiv in der Bibo? T's verraten sich jetzt aber. Wort hier kann das durchgeben. Hört die Steps. Wird da jetzt wahrscheinlich gleich auf Timing rumziehen. Ah, Kafkas hat Fokus auf ihn. Jetzt nur noch Dream. Posi bekannt. Ähnliche Situation wie vorhin. Einer am Spawn, einer am Y. Auch wenn es kein Y ist. Aber eine bessere Posi. Ist mir leider nicht bekannt. Belanglos macht's. So wie vorhin. 14-1. Schöne Halbzeit von Stofftieren. Man merkt ihn einfach, wie vorhin schon so oft gesagt, an, dass sie aus der 1-6-Szene kommen. Jetzt kein No Offense an die anderen Typen. Aber sie haben ja einfach, sehen ja einfach kein Land. Hoffentlich kommt es heute noch zu ein paar interessanten Duellen. Also muss es jetzt, wohl oder übel. Logix, auf jeden Fall noch gut. Faculty wird interessant. Bot Party, auch noch ein paar nette Leute im Team. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar interessante Matches heute. Die Revide direkt mit den First Facts. Mit dem Contact von den Ts. Stirbt, aber Hess wird auch schon sehr offensiv geblockt. Also man ist direkt defensiv gegangen, belanglos aus dem Döner. Schön das Timing genutzt, schön die Mitte eingenommen mit einer Flash. 15-1. Belanglos sogar drei Runden in Folge nicht gestorben.
jeden Fall sieht man, dass Stofftiere sich vorbereitet hatten, auch schon ein Weilchen trainiert. Einfach diese Anfangsgranaten etc. Sie haben da schon Standardaufbauten, wissen, wer wo zu gehen hat, welche Granaten zu fliegen haben etc. pp. Und dann macht Kafkas durch die Holzkiste. Das ist vorbei, 16-1. Gratulation an Stofftiere, die hier die erste Runde locker überstehen.